Finish him. Willkommen zu einer neuen Folge von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt, aka Turbo Vince. Und wie auch im neuen Jahr hat sich zwar vielleicht das eine oder andere geändert, aber was sich nicht ändert ist, wir haben einfach den Profispieler wie immer dabei, den Thomas Seiler, aka Säuli. Säuli zusammen, ein gutes Neues. Ja, genau, das wünsche ich auch allen. Die haben jetzt sicher seit einem halben Jahr auf eine neue Podcast-Folge gewartet. Wir sind nicht so aktiv gewesen. 2016, obwohl wir ja in der Fernsehsendung Games der spielt, zumindest uns immer erwähnen, der Raffi sagt es ja auch immer, am Ende der Sendung hört doch mal rein. Aber eben, man muss ganz ehrlich sein, 2016 ist so ab ja, Herbst ist nicht viel gekommen. Wir haben also sozusagen den Gamer-Herbst ein bisschen verpennt, obwohl wir nicht, also wir haben ihn nicht verpennt spielerisch, aber im Podcasten. Wir sagen, wir haben natürlich für 2017 das Ziel, regelmässig zu kommen, aber ja, wer uns kennt, manchmal schaffen wir es, manchmal schaffen wir es nicht. Wir geben uns natürlich Mühe, das ist klar. Und darum auch, wie üblich, der Hinweis auf unsere Webseite www.gamester.tv. Dort sehen wir natürlich immer, wenn eine neue Folge draußen ist, mit so einem Bödli. Dort sehen wir natürlich Gamester spielt. Auch die Sendung könnt alles nochmal anschauen. Den Podcast könnt ihr natürlich auch hören. Plus, wenn ein Wettbewerb dort ist, sehen wir das. Also sicher immer ja, ein Besuch wert. Und natürlich sind wir auch weiterhin mit Games.ch zusammen, wo wir einfach ja, den Content liefern. Sprich, den Podcast, der jetzt wieder kommt. Und natürlich die Fernsehsendung könnt ihr dort auch anschauen. Plus dort natürlich noch die ganzen Gamer-News und da gibt es auch noch Reviews in geschriebener Form, die sind aber nicht von uns, weil ja, wir machen ja nicht klassische Reviews, sondern wir sind mehr so, macht es euch Spass und nicht, und es gibt keine Wertung am Schluss. Und genau so etwas wenn wir dieses Jahr auch machen, und der Start ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel, sondern es sind ein Haufen Spiele, aber wie üblich machen wir das in der Gamers Lounge. Ja, wie du schon erwähnt hast, diesmal wollen wir nicht einfach ein Spiel vorstellen, wir schauen ein bisschen auf 2017 schauen, was alles so kommt, auf was, dass wir uns freuen, vielleicht nennen wir noch ein paar Daten und warum, dass wir uns so auf die Spielwerte freuen. Absolut, ja, der Auftrag ist eigentlich an uns beide auch. Ein kleiner Ausblick 2017 auf die Spiele oder Hardware oder einfach was gamermässig. Aber es könnte theoretisch auch eine Messe sein, die uns interessiert. Einfach ein kleiner Ausblick 2017. Jetzt ist das jeder von uns ein bisschen individuell angegangen, oder? Ich habe das Ganze ein bisschen, ja, so sehr chronologisch gemacht, du so ein bisschen halb. Darum muss man uns sicher auch verzeihen, wenn ich reinkomme mit dem exakten Datum und dann du kommst aber vielleicht rein mit dem Spiel mal einmal im Februar und dann einmal wieder im Januar oder umgekehrt. Ja. Ehrlich gesagt wissen wir ja von allen Spielen noch gar nicht, wann sie genau rauskommen, und wir wissen auch, dass bei gewissen gerne Verschiebungen wirken. Das ist ja so. Also nicht, ja, nicht traurig sein, wenn wir ein Spiel sagen, auf das freuen wir uns und dann kommt es erst nächstes Jahr raus. Hoffen natürlich nicht. Jetzt Anfangsjahr ist die Chance ja noch gross, dass eingehalten wird. Und ich denke, ja, dann fangen wir doch gerade an. Wolltest du mit dem ersten Highlight, wo die Freude für 2017 anfangen? Ja, freuen. Mal schauen, ob es mich freut. Es ist sicher ein grosser Launch dieses Jahr. Es ist gerade die Woche freigestellt, vorgestellt worden, ist die neue Konsole von Nintendo. Mhm. Also Switch. Das Switch, die, ich sage jetzt mal, eine Hybrid-Konsole, die man kann unterwegs brauchen und daheim auf Fernsehen hängen mit einer Docking Station. Das ist ein interessantes Konzept. Mhm. Und was mich auch gefreut hat, ist, dass jetzt so Nintendo auf Voice-Chat und so Sachen anbietet, also dass man wieder ein Freundesnetzwerk hat, wie man es von Xbox Live oder vom PSN her kennt. Mhm. Weil das ist eigentlich das gewesen, was mir bei den älteren Nintendo-Konsolen fast am meisten gefällt hat. Ja, es hat ja zwar irgendwie, also jetzt bei der letzten, bei der Wii U, wäre ja alles dabei gewesen, Kamera ist einbauen und so weiter, aber genutzt wurde ist das ja eher nicht. Ich gebe dir recht, ich habe das auch als Highlight in, der 3.3.2017, also am 3. März kommt es raus. Ja, wir haben auch schon darüber philosophiert ein bisschen, oder? Eben, du hast gesagt, es gibt Online-Funktionen, das hat es aber irgendwie der Kaiser Großteil ist ausgelagert auf Tablet, Smartphone, einfach vielleicht auch noch auf PC, wer weiß, einfach auf andere Apps, gar nicht auf der Konsole selber. Bin auch sehr gespannt, also irgendwo habe ich dann zwischen den Zielen auch mal gelesen, dass man zum Beispiel den Voice-Chat sicher über die App kann machen, aber ich hoffe natürlich, dass die App dann auch auf der Switch-Hardware selber auch noch ist, weil jedes Mal möchtest du vielleicht nicht das Telefon führen zum Chat. Ja, und ich kann mir ja vorstellen, dass wenn eine Familie hat, hat vielleicht noch jeder ein eigenes Telefon oder eine eigene App, und dann kann man ja nicht immer um Kind oder um Sohn noch das Telefon geben, dass sie einen Voice-Chat machen. Genau. Aber wir haben auch darüber diskutiert, ja, dass es auch ein grosser Vorteil kann sein, was zum Beispiel
Beispiel Geschwindigkeit vom Release von so einer App dann ist, also, oder das Einbinden von, ich sage jetzt mal YouTube, Twitch und all das Zeug, weil das gibt es ja alles schon im, ich sage jetzt Android, iOS Umfeld, ich denke, dort ist es vor allem ja angesiedelt, dass auch dort, weißt, kommt schneller ein Update, musst nicht warten, bis in deinem Land YouTube freigegeben wird, wie es ja teilweise auf der jetzigen Konsole war. Also mit der ist ja das kein Problem mehr, aber das ist ja bei der PS4 und Xbox One auch nicht überall gleich, was die Auswahl an Apps angeht. Und ich denke, dort, oder? Ja, also es ist ein interessantes Konzept, mal schauen, wie es rauskommt. Ich bin halt auch gespannt, weil Nintendo ist bis jetzt für mich nicht so eine Firma gewesen, wo viel auf das Internet setzt, sagen wir es mal so. Also ich habe immer alles ein bisschen umständlich gefunden, zum Games kaufen, Updates abladen, Freunde finden und jetzt mit dem, ich glaube, Nintendo Account nennen sie das, ja, was sie letztes Jahr eingeführt haben. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sie das werden umsetzen. Ich absolut auch. Gut, meine Erwartungen sind nicht riesig, also ich gehe davon aus, dass die dort auch noch Lehrgeld werden zahlen mit dem einen oder anderen, aber es ist ein Anfang und wenn wir natürlich dann irgendwie Ende Jahr, vermute ja, 2017 wird es vermutlich ja kostenpflichtig werden, vielleicht auch später, wer weiß. Aber ja, dann hast du natürlich auch ein bisschen mehr Druck. Oder? Also, ja, aber wenn man dann muss zahlen dafür, hat man ja ein bisschen höhere Erwartungen. Ganz genau, also dort denke ich schon, dass vielleicht ab Tag 1 wird es jammer, kann ich dir jetzt schon sagen, wie gross sie, weil es nicht genau so wird sein, wie sie sich jeder vorstellt. Aber die Firmen sind ja doch nicht ganz lehrresistent, manchmal, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen werden sie ja auch sehen, Nintendo, wie das bei Microsoft und bei der PlayStation funktioniert. Und klar, für mich ist immer noch Marktführer dort eigentlich ja, die Xbox, weil einfach Microsoft weiss. Die haben sie als erstes richtig hergebracht. Genau, aber eben die Japaner, PlayStation ist ja sehr, sehr, die sind jetzt mit der auch sehr gut aufgestellt, aber einfach, sag jetzt mal, die Innovationen kommen dann doch eher immer noch von der amerikanischen Seite. Ja, du hast mir gedacht, das ist schon gut, dass du das genommen hast, das Spiel. Das spiele ich, die Hardware-Switch, also ich habe sie auch drin. Ich fange ein bisschen vorher an, und zwar schon Ende diesem Monat. Freue mich nämlich auf Resident Evil 7. Kommt endlich wieder von Capcom ein neues Resident Evil raus, wo ja ein bisschen mehr klassisch soll sein, also was wieder Horror angeht. Und man kann es ja sogar komplett in VR spielen, wenn man will. Das ist also nicht VR-Pflicht, aber man kann es. Und das ist, glaube ich, sogar eine zeitexklusive Geschichte. Und später kommt es dann auch für PC, VR und so, wird das dann, glaube ich, auch freigeschaltet. Ich glaube, die machen auch noch recht Marketing im Moment. Ich habe irgendwie Bilder gesehen von Reviewern, die alte Video, wie sagt man, VCR, Videorekorder haben bekommen mit einer Kassette drinnen und das war dann ein Trailer vom Game drauf. Ja, also man hat ja Demo schon können spielen, die gibt es ja auf der PlayStation, auf der Xbox und ja, es macht Lust. Ich bin zwar ja nicht der so ein Verfechter gewesen, du glaube auch nicht von den letzten zwei Titeln, also Resident Evil 5 hat mir sogar sehr gut gefallen, 6 mit den verschiedenen, ja nicht Klassen, aber verschiedenen Charakteren, die man können spielen, ist auch nicht so schlecht gewesen. Es war halt ein bisschen mehr Shooter gewesen, aber wir haben Spass gefunden. Genau, es war alles Coop gewesen. Wir sind sie halt relativ neu jetzt noch, weil wir sie ja erst gerade vor kurzem mit dem Gamester Spielt noch mal gehabt, weil sie jetzt ja noch mal rausgekommen sind für PlayStation 4 und Xbox One auf Disc. Online hat es schon länger gegeben und ja, hat mich wieder ein bisschen gefreut, dass jetzt auch wieder etwas kommt. Ja, bleiben wir gerade im asiatischen Raum. Ich habe auch noch ein Spiel, ich weiss aber das Datum nicht, wann das rauskommt. Ich bin Fan davon, ich habe bei Kickstarter mitgemacht, Shenmue 3, weil da habe ich einfach immer noch gute Erinnerungen. Dreamcast, das war also einer der richtig ersten grossen Open-World-Titel, die ich mal gespielt habe. Und das hat mir dann schon recht den Arm hineingerissen. Und jetzt bin ich einfach gespannt, was da auf die heutige Zeit, was da rauskommt. Ja, jetzt, das ist gut, dass du das erwähnst. Ich habe das ja auch gefunden, aber ich habe das gar nicht mehr gedacht. Ja, gut, bei Kickstarter bin ich so vorsichtig, weil ich keine Hoffnung, dass irgendwelche Daten eingehalten werden. Aber es ist ja noch, glaube ich, für Sony ist ja auch noch unterstützt. Also. Ja, es ist, glaube ich, kombiniert. Ja, Sony hat auch noch Geld gegeben. Und jetzt kommen mal ab und zu mal wieder Updates per E-Mail, dass sie das und das machen. Aber eben, ich habe keine Ahnung, wann das dann wirklich rauskommt. Ja, ich hoffe. Also es wäre ja schön, wenn es dieses Jahr würde kommen. Und für mich wäre es das Ideal im Sommer, weil dort habe ich nichts sonst, wo ich habe. Ich mache es gerade so, weil ich es ja chronologisch geordnet habe, nehme ich jetzt gerade den ganzen Februar schnell, was spiele ich, weil da muss ich auch nicht auf jedes Einzelne lang eingehen. Dort ist eins, wo man sich freut ist, also und interessiert ist von Ubisoft, For Honors, oder For Honor heisst es, glaube ich, nochmal. Finde ich ein interessantes Konzept. Das ist ja ein bisschen von Art Dynasty Warrior, spielt ja auch so mit, du spielst einen Samurai oder einen Wikinger, also verschiedene Klassen, wo du dann gegen Horden an Gegner ankämpfst. Aber es hat ja noch einen anderen Aspekt im Spiel, wo du dann auch noch sozusagen eins gegen eins, also schon, was, es hat schon andere Gegner rum,
so ein bisschen klassisch, fast schon Street Fighter-mässig dann gegen einen anderen Mensch kämpfst. Also das ist so ein Online-Konzept, das ich sehr interessant finde. Mhm. Dann ebenfalls im Februar, gerade kurz darauf ab, kommt Halo Wars 2 von Microsoft, das ist auch exklusiv für die Xbox. Ja, sagen wir so, mir gefällt eigentlich das Universum von Halo. Ich bin nicht der grösste Fan, aber es ist doch interessant, Science Fiction halt. Und das Real-Time-Strategiespiel auf einer Konsole, jetzt auf einer neuen natürlich auch. Bin gespannt, wie das umgesetzt ist. Also das Eis war ja nicht so schlecht gewesen. Und übrigens kommt man das Eis auch über, wenn man das Spiel kauft, aber nur, wenn man es digital kauft. Dann ein Spiel, das vielleicht nicht so bekannt ist, das gerade anfangs Februar kommt, ist Nioh, also N-I-O-H. Das ist einfach so, weil das ist von Team Ninja. Das sind ja die Ninja Gaiden machen. Es ist ein Sony-Exklusivspiel, weil Sony ist da Publisher. Bin ich sehr gespannt, ob das wieder mal ein gutes Third-Person-Metzler-Game wird. Ja, im Ninja Gaiden-Style. Ich weiß es nicht, wir wissen es, aber ich hoffe es. Und ebenfalls ein Spiel, das wir zwei Jahre mal gespielt haben, Co-op, und zwar der Vorgänger. Und jetzt kommt der vierte Teil raus, das ist Sniper Elite 4 von Rebellion. Und das ist einfach immer so ein bisschen Action-Fun mit so ein bisschen brutalen «Ich zersplittere den Kopf, wenn ich dich mit einem Kopfschuss erledige». Das kommt der vierte Teil an. Ich glaube, das haben wir dann nicht ganz durchgespielt, aber das war noch spassig. Genau, es ist noch recht taktisch sogar, vor allem das zweite Höhe. Oder? Ja, und da hast du mit dem Lärm können arbeiten und jetzt, wenn es dir der klappt, kannst schiessen, dann hören sie dich nicht und so Sachen. Ganz genau. Gut, das war eigentlich für mich der Februar gewesen. Jetzt kannst du wieder. Ja, ich habe mir noch ein neues Tom Clancy aufgeschrieben, Ghost Recon Wildlands. Mhm. Im März kommt das, oder? Ja, weil Open World, Shooter-Takt ist, es sind einfach alles so Stichworte, die wir ansprechen. Mhm. Je nachdem, wie es dir umgesetzt wird. Aber wir haben schon zwei, drei so Tom Clancy-Spiele auch gerne Coop durchgespielt. Und wenn sie das irgendwie anständig herbringen, dann könnte das noch ein Schlager werden. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass das sicher relativ gut wird sein. Es ist, ich sage, die übliche Ubisoft-Schiene, muss man ja schon fast sagen. Open World, Shooter, Third Person, da haben sie viel. Oder Division ist in die Richtung, obwohl das sicher noch ein anderer Aspekt hat. Aber es sind immer so ein bisschen die gleichen Elemente. Einfach vom einen ist es vielleicht 20% mehr, geht es in die richtige Action, dafür ein bisschen weniger Crafting-Zeug, oder? Aber es ist immer so ein bisschen etwas Ähnliches. Und ich freue mich auch riesig. Also, das ist eine Schare, die sie eigentlich mittlerweile recht gut im Griff haben. Darum erwarte ich eigentlich auch ein Top-Spiel. Genau. Und ich hoffe noch, dass sie wieder so seamless, weißt du, Coop, Drop-in, Drop-out haben. Ja. Nicht, dass man zusammen muss sich zuerst verabreden und nein, du bist im Progress da, ich kann nicht mehr und so weiter. Ich hoffe, dass sie das gut machen, wo sie mega viel Erfahrung haben. Ja, und im Division hat das eigentlich auch recht gut geklappt. Genau. Ich habe im gleichen Monat noch eins, das ein vorher kommt, also eben das Wildlands kommt am 7.3. Am 1.3. kommt aber schon Horizon Zero Dawn für PlayStation, auch exklusiv da. Das ist ja von Guerilla Games, die bis jetzt Killzone gemacht haben, und dort ist es ja so ein Third-Person-Action-Spiel, wo man gegen Dino-Roboter kämpft, Open World. Man weiß ja noch nicht so ganz genau, was ist dahinter, aber einfach alles, was ich bis jetzt gesehen habe, Präsentationen, die ich war und halt auch ein Trailer, das hat mich wirklich heiß gemacht. Da ist, glaube ich, auch noch ein bisschen Crafting-Element drin, weil ich glaube, wenn man die Viecher oder die Roboter erledigt, kann man die Teile wieder brauchen, für selber Sachen zu machen. Ja, genau. Also es ist wirklich, es hat sehr, sehr interessant ausgesehen. Es hat irgendwie so, ja, so alles Elemente, heute ein modernes Action-Spiel mit ein bisschen Rollenspielelement irgendwie muss haben. Ich habe auch noch etwas, aber vorläufig wird das Spiel nur auf dem PC rauskommen. Ich weiss nicht, sie haben mal angedacht, dass es auf Konsolen kommt. Jetzt Battletech-Universum wird wieder belebt. Mhm. Und ich habe die Bücher halt als Jugendlicher gerne gelesen, Mech-Warrior gespielt. Früher hat man das so bei bestimmten Grafikkarten die Spiele sogar dazu bekommen. Und da ist jetzt auch der Stackpole, der die Bücheralben geschrieben hat, und die Mech-Commander gemacht haben, früher auf dem PC, sind jetzt bei diesem Titel dabei, und das wird ein rundenbasiertes Strategiespiel. Mhm. Und okay, das sollte irgendwann eins im Sommer rauskommen. Das genaue Datum ist auch noch nicht bekannt, aber da bin ich sicher mal gespannt drauf. Also ja, so, was ich von den Screenshots gesehen habe, bin ich mir wieder 20 Jahre jünger vorgekommen, mit all dem Zeugs, was ich dann gespielt habe. Ja, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Aber das wird dann, also das wird nicht irgendwie Free-to-Play, oder das weiß man noch nicht, oder irgendwie nein, so. Nein, das ist richtig. Das wird ein normales Kaufspiel. Okay, ja, das ist super. Eben, Free-to-Play muss nicht sein. Nein, ist ein ganz normaler Titel. Cool. Ich mache schnell meinen März fertig. Vielleicht ist ja dort auch noch etwas drin, was du hast, aber da kannst du es ja gerade ergänzen. Ich habe neben der Switch, die du schon erwähnt hast, natürlich klar, das Spiel dazu. Legend of Zelda Breath of the Wild. Das ist ja ein Launch-Titel. Und irgendwie muss ich sagen, hat mir der Trailer, der jetzt eben vor kurzem gezeigt worden ist mit der Switch zusammen, hat mich einfach mega Lust gemacht, wieder mal so ein Zelda zu spielen. Ist
ja so, ich bin auch grosser Fan von den letzten Zelda, die eigentlich rausgekommen sind. Es ist einfach so, dass ein paar Spiele einfach, ja, also sie sind geil gewesen irgendwie vom Ganzen, weißt du, aber der Fluss hat gefehlt. Du bist mir einfach heutzutage, wenn du schon mehr als ein Zelda gespielt hast, willst du nicht unbedingt zuerst 4 Stunden Tutorial haben oder 5 Stunden oder 6 Stunden. Oder? Das ist ein bisschen so das Final Fantasy-Problem. Ja, ich hoffe, dass das da ein bisschen weitergeht, ein bisschen schneller ist, aber ich glaube, das könnte so sein, weil es ist ja Open World. Da bin ich also sehr, sehr gespannt drauf. Eins, was man vielleicht nicht so kennt, das ist Nier, N-I-E-R. Das ist von Square Enix. Gemacht wird aber von Platinum Games. Und das ist so eine schnelle Third-Person-Action, wo ich muss sagen, ja, seit Vanquish, grosser Fan von Platinum Games, klar. Sie haben ja vorher noch die Bayonetta und so gemacht, also es ist nicht so, dass ich sie nicht kennt habe, aber für mich ist Vanquish immer noch das Spiel der Spiele, was das angeht. Ja, das war ein recht Highlight gewesen. Das hat wirklich Spass gemacht. Da hoffe ich, dass einfach Nier Automata, heisst es ganz genau, drin ist. Dann ein weiteres Spiel, wo du sicher auch drauf freust, ist Mass Effect Andromeda, kommt eben fast schon am 23. März raus. Ja, das habe ich auf meiner Liste. Ah, okay, eben BioWare, EA, ich bin Fan von der Geschichte, ich werde es vielleicht, je nachdem, wenn es wieder so Adventure-mässig ist, mit den ganzen Sachen, die man auswählen kann, würde ich vielleicht das mal auf easy spielen, weil ich bin nie der grosse Fan vom Kampfsystem bei Mass Effect, obwohl es immer besser geworden ist. Aber einfach die Geschichte hat mich dort so reingezogen wie fast kein anderes Spiel. Ja, also von der Story her ist wahrscheinlich etwas vom Besten, abgesehen von der Last of Us. Einfach rein vom Storytelling. Und ja, da freue ich mich sicher auch drauf. Ich weiss noch nicht, auf welcher Plattform ich es spielen will, aber das ist auf jeden Fall auf der Kaufliste. Okay, hey, wird es im 4K spielen auf der PlayStation 4. Okay. Also ist ja 61-4K dann dort. Aber, ja, daheim privat kein 4K-Fernseher, aber auf dem PC hat die natürlich mehr Grafikleistung. Hey, ich sage es nochmal, weißt du, ob es der 4K ist? Full HD, aber einfach, nein, weil es halt, eben, wir spielen meistens auf der Konsole. Und dann der letzte Titel für diesen Monat wäre bei mir South Park, der Rectacular oder die rektakuläre Zeitreiseprobe. Zerreißprobe. Ja, schwieriger Titel, aber es ist, ja, es ist South Park, ich mag das. Das letzte ist schon lustig gewesen, es ist ja ein Rollenspiel und ja, das freut mich einfach. Jetzt, wenn ich so meine Listen anschaue, kommt schon fast das Sommerloch. Soll ich bis zum Sommer machen? Ich habe schon noch ein paar. Weil ich glaube, das Gran Turismo ist erst auf den Herbst angekündigt. Ah, ich sehe, ja, genau. Auf das aber bei denen weiss man nicht, da kann es um Jahre gehen, bis es draußen ist. Ja, ich hoffe es nicht, weil es wäre ein Gran Turismo Sport, oder? Ja. Ja, und das ist ja eigentlich mehr oder weniger, ich sage nicht online only, aber es geht mir die Richtung. Ich würde mich dann schon noch freuen, wenn sie dann nicht das Gran Turismo, was wäre das, 7, den ersten in 20 Jahren bringen. Also ich hätte eigentlich gehofft, dass das jetzt so ein Lückenfüller könnte sein bis kommt. Aber ja, bevor wir vielleicht noch dorthin kommen, April natürlich, dort ist bei mir ein Remake, oder es ist nicht mal ein Remake, es ist ein Re-Release. Bulletstorm Full Clip Edition kommt raus von People Can Fly. Also es ist auf der PS3 und Xbox One, Xbox 360, das ist natürlich PC. Kommt jetzt für PS4 und Xbox One nochmal raus. Und neu dabei ist der Duke Nukem, kann man auch noch spielen. Ja, das habe ich mir überlegt, ob ich es auf die Liste soll. Nein, habe ich aber geschaut. Und, eigentlich ist ja nicht viel Neues drin im Vergleich zum Original. Außer der neue Charakter. Ich denke, den streiche ich es, glaube ich, gleich wieder. Es ist einfach ein Release. Ich habe es eben nie durchgespielt, darum ist es für mich ein Grund, mal wieder zu spielen. Klar, ich könnte einfach die Xbox starten. Oder, dort ist es vielleicht sogar kompatibel. Ich weiß gar nicht, auf die Xbox One. Oder PS3, wo ich sogar noch immer noch bei mir in der Stube habe. Es ist noch nicht verstaubt. Also verstaubt ist sie zwar, aber es ist nicht weg. Also abgeräumt. Ich könnte sie dort auch noch mal spielen, aber irgendwie, ja. Du weißt, wie das ist. Denn wir schalten eigentlich nur noch das neue Zeug ein und dann warten wir auf das. Ein weiteres Spiel, das ich schon der Gamescom vor Jahren gesehen habe und einfach geil ausgesehen hat, weil es so mehrere Lösungswege gibt, eine offene Spielwelt ist und so, ist Sniper Ghost Warrior 3. Es sollte ja jetzt nach vielen, vielen Verschieben endlich im April rauskommen. Ist jetzt auch schon öfters in den News gewesen, also bei diesen grossen Online-Game-Portal hat man viel gezeigt und das ist einfach, ja, Open World, ein bisschen taktischer Shooter, ein bisschen umschleichen, das gefällt mir einfach. Und dann, wenn ich bis dann eine Nintendo Switch habe, brauche ich natürlich noch Schub, ebenfalls im April, und das wäre dann einfach Mario Kart 8 Deluxe, klar. Ich habe Mario Kart auch auf der Wii U, aber gut, wenn Mario Kart draufsteht, ist es Pflicht für dich, oder? Ja, ich meine, sie sind ja auch wirklich super. Also für mich ist es der beste Funracer, den es gibt. Klar, es gibt immer andere, die auch gute Elemente und so drin haben und vielleicht, aber so langfristig finde ich einfach immer, ist es wirklich mega geil, es macht immer Spass, wenn du mit irgendwelchen Leuten spielst. Online hat ja auf der Wii U auch schon gut funktioniert. Vielleicht gibt es ja dann auf der Switch irgendetwas wie eine Lobby und Voice-Chat. Wer weiß. Ja, vielleicht ist es auf den Herbst. Ja, mal,
online solltest du, glaube ich, schon im März mit der Konsole launchen, oder? Ja, online genau, aber eben vielleicht ist es dann einfach so, dass es einfach online drin ist auf der Wii U, weißt du, das nicht kannst ja. Das könnte man natürlich dann auch noch vorstellen. Aber du, die Hoffnung stirbt am Schluss. Dann vor dem Sommerloch bei mir kommt noch der Mai und dort sind zwei Prügelspiele drinnen, das habe ich gewusst, ich werde Säule sicher nicht auf der Liste haben. das ist Tekken 7, ich weiß nicht genau, wenn es rauskommt im Mai, das heisst einfach im Mai. Ja, Tekken ist Tekken, freue mich, gibt es ja schon oft in der Spielhalle und wird sicher gut sein. Und dann ebenfalls das Prügelspiel von NetherRealm Studios, also die bis jetzt Mortal Kombat und so weiter gemacht haben, kommt der zweite Teil, nämlich Injustice 2, also mit den DC-Figuren, wo dann mit dem Superman und Batman und so können prügeln. Ist der Vorgänger eigentlich schon echt cool gewesen? Ja, da freue ich mich einfach. Also, das habe ich sogar auf der Wii U noch probiert zu spielen, aber dort habe ich wirklich herausgefunden, dass ich Prügelspiele und die Gegend, wenn es ein bisschen schwieriger wird, klappt es nicht mehr so gut. Wobei, das ist ja eigentlich noch, ich sage jetzt nicht super einfach, das schon nicht, aber es hat ja viel, man hat ja viel von hinten können rumballern und so, also das ist, man hat nicht ganz so viele Moves können, müssen, ja, mal hätte schon müssen, wenn du natürlich Hardcore spielst, aber so ich habe jetzt auch gefunden, das ist wirklich so, ist fast schon ein bisschen fun-mässig, aber ja, freue mich. Und dann habe ich Juni, Juli gar nichts. wann kommt Red Dead Redemption 2? Ja, es kommt im Oktober raus. Im Oktober, nicht im September. Nein, ja, und das habe ich bei mir auch noch auf der Liste, das ist einfach unter Herbst aufgeführt. Mhm. Ja, ich habe den ersten Teil super gefunden, bei der dann die Story ist cool gewesen und ich habe den Online-Teil lustig gefunden mit dem Ross und das ein bisschen im Wilden Westen rumgaloppieren und Gseich machen und das wird sicher wieder das Highlight für mich. Ja, das habe ich auch getroffen. Dort habe ich einfach als Kritikpunkt, bist bei mir der Online-Part eigentlich gewesen, dass ich den nicht so spannend gefunden, also vor allem der Teil, weißt du, so das Team-Deathmatch und so, aber das finde ich auch bei GTA nicht so toll. Aber meine Hoffnung ist natürlich die Lehre aus GTA Online und gesehen, dass die ganzen Heist-Geschichten so sehr beliebt sind. Und da gibt es vielleicht einfach mehr Multiplayer-Missionen, die man zusammenspielen kann. Banküberfall machen oder Zeug ausrauben oder ich weiss es nicht. Ich hoffe, es wird so etwas drin haben. Genau, das wäre ein super Hit. Und bitte Rockstar Games, ein bisschen mehr Free-Roaming. Einfach, dass dort ein bisschen mehr los ist. Also mehr als zwei, drei Leute rumfahren. Oder? Weißt du, ja. So im Ganzen ohne nichts. Eigentlich sollte das MMO-mässig sein. Ja gut, das ist halt der Wild West. Da triffst halt mehr Büffel als Menschen. Ich habe im August noch eins gegeben. Nachher wäre auch Red Dead Redemption gekommen. Und zwar Splatoon 2. Splatoon 1 habe ich eigentlich einen von den innovativsten Shooter gefunden in den letzten Jahren. Weil es halt nicht in dem Sinn so klassisch mit Töten. Also du kannst Figuren auch, sag jetzt mal, eliminieren. Aber das halt mit Farben rumspritzen, wer mehr Farbe hat am Schluss gewonnen. Das habe ich super gefunden. Da freue ich mich einfach den zweiten Teil. Dort ist einfach meine Hoffnung, dass das, was auch wieder gefällt hat, im ersten. Das sind sogenannte Lobbys und Voice-Chat. Das wäre nicht so schlecht, wenn das rum ist, weil dann ist man sicher im gleichen Team, das hat es nicht so gegeben. Es ist mega viel nachgepatcht worden, ich weiß nicht, kann ehrlich sagen, nicht, weiß nicht, der letzte Stand weiß ich dann auch nicht mehr. Aber ja, ich freue mich einfach, weil da ist sicher auch wieder etwas Neues noch in Nintendo. Auch wenn es im Trailer und so nicht gesehen, noch wie nach Version 1.5 ausgesehen hat, Nintendo ist dann meistens ja nicht so, dass sie wirklich nur Re-Release machen. Also wenn sie es dann wirklich anders benennen. Sonst sagen sie schon, es ist einfach ein Remake. Oder? Das wird ja für die Neuen, so für Switch rauskommen und für die Wii U nehme ich an. Nein, Wii U ist fertig. Wii U ist fertig. Also Wii U ist mit Zelda-Release. Zelda könnt ihr ja wirklich auf der Wii U noch spielen. Ich glaube, das ist nicht einmal optisch, sondern ein mega Unterschied. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, also sie sagen, es kommt gar nicht mehr raus, aber ich glaube, dann ist fertig. Okay. Ja, dann ist meine Liste ist jetzt, ich habe da noch eine Frage hinten mit neues God of War, aber da weiß ich nicht mehr, was das Datum ist, ob das erst 2018 wird. Das weiß ich auch nicht. Also der Trailer, mag mich noch an den Trailer erinnern, aber ich weiß gar nicht, ob die gesagt haben, das kommt 2017 raus, aber ich habe nichts dagegen. Ja, also gut, das war auch immer ein Spiel, gewesen, wo ich ein bisschen auf Kriegsfuß war, weil ich halt nicht so der Prügelheld bin, aber es hat halt immer super Grafik gegeben, und das war vom Setting her immer sehr schön gemacht gewesen. Und das Mal hat es also noch ein bisschen anders ausgesehen irgendwie. Also weißt du, so das Feeling auch, das sie gezeigt haben, wenn du kämpfst, hat nicht so ganz klassisch nach einem God of War gesehen. Nein, und irgendwie soll ja der Sohn vom Kratos soll die auch noch eine Rolle spielen. Genau, und natürlich wieder ein riesen Monster. Und irgendwie hat es auch ein bisschen ausgesehen wie wahrscheinlich ein Open World, oder? So war immer das Geheimnis ja bei God of War, dass es so cool ausgesehen hat, dass sie eben mit der Kamera natürlich auch richtig gespielt haben. Du hast ja nicht... Dort hast du die Kamera nie selber können steuern. Genau.
genau. Da haben sie immer gewusst, was du siehst, oder? Da kannst du natürlich alles rausholen. Und da hat es ein bisschen open-worldiger ausgesehen. Ich weiss ja nicht, ob es so wird sein. Aber ja. Bei mir ist Fortran natürlich, klar, immer, also ich sage immer, es kommt nur, wenn ich natürlich Switch habe, aber ich gehe mal davon aus. Ist natürlich Super Mario Odyssey im November. Ist angekündigt, das Open-World Mario, so wie es aussieht. Das hätte ich auch noch auf die Liste tun, danke. Ja, weil, als ich den Trailer gesehen habe, also ich habe mir den jetzt extra noch mal reingezogen, kurz bevor wir jetzt den Podcast aufnehmen. Und da, mir kommt einfach ein Mario 64-Feeling auf. Klar, man hat es ja ein bisschen gezeigt, das war ja noch das Treehouse gewesen. Macht ja Nintendo immer noch so Sachen, wo die Leute dann auf Zeug spielen. Und dann war auch der Miyamoto da gewesen und hat auch noch ein bisschen gesagt, ja, ein paar Elemente sind von Mario Sunshine gekommen. Jetzt gibt es ja den Hut, der so das Gadget kann dienen kann. Aber einfach das... Trampolin kann man da glaube brauchen, oder? Ja, also genau, kannst du draufhüpfen. Aber einfach wirklich, und es spielt irgendwie so ein Mix aus der realen Welt. Also es ist ein bisschen komisch, wenn der Mario irgendwie in New York rumläuft. Also es ist nicht das richtige New York. Aber einfach so, und dann hat es so, sag jetzt mal, menschähnliche Figuren und dann ist er wieder in der Spielwelt irgendwo. Aber einfach, mir ist wirklich ein Mario 64-Feeling so irgendwie rübergekommen. Das ist ja auch schon ein bisschen so, ich sage nicht Open World, aber schon mehr können rumlaufen. Und wenn es so ist, ich meine... Ja. Ja, es hat mich ein bisschen überrascht vom Aussehen her. Eben so die Häuserwände oder den Autos haben relativ, also verhältnismäßig realistisch ausgesehen. Mhm. Also so ein bisschen wie Foto oder das hat jetzt so, und nicht im Mario-Stil. Genau, also es fällt glaube ich auf dieser Konsole sogar eher ein bisschen auf, weil ja die meisten Spiele, die sie jetzt gezeigt haben, und ich glaube, das wird auch der Stil so bleiben, weil Nintendo hat zwar nicht über die Hardware gross gesagt, wie sie wird ziehen, man weiß es ja trotzdem schon. Und es ist ja nicht eine Konsole, wo, ja, wo irgendwie im 4K-Milieu rumtanzen wird, sondern eher Full HD und ein bisschen besser als Wii U, aber hat sich's. Aber ich glaube, das spielt gar nicht so eine Rolle. Ich glaube, dort sind sie vielleicht so gar nicht so dumm, dass sie es ein bisschen wie Apple machen und einfach sagen, für die Art von Spiele, die man releasen will, reicht es schon. Ja. Dann spielt man halt einfach kein Star Wars Battlefront 2 oder ein Need for Speed drauf. Ja, gut, da gibt es schon genug andere Konsolen, und man das drauf kann spielen. Genau, aber die kommen beide auch noch. Need for Speed bin ich sehr gespannt, weil das ist jedes Jahr eine Überraschungstüte. Das kann Top oder Flop sein. Genau, und Star Wars Battlefront 2 ist auch einfach ein Träume, weil einfach technisch super gewesen. Es hat ein bisschen gefehlt für Langzeitspass. Also, es ist zwar ja noch viel gekommen. Also, am Anfang hatten sie zu wenig Maps, gehabt, ein bisschen zu wenig Waffen. Aber das ist ein bisschen das Problem generell mit DICE, die ich habe. Also, jetzt auch im aktuellen Battlefield. Zyklen, wo sie dann etwas Neues rausbringen, sind für mich fast ein bisschen zu gross. Also, weil bis dann kommt halt das nächste Spiel. Und dann ist es bei mir nicht so, dass ich gar nicht zurückkomme. Aber es ist dann für mich schwieriger, wieder mich zu motivieren. Auch wenn jetzt endlich wieder 3 neue Maps gekommen sind, wenn ich schon 7 andere Spiele in der Pipeline habe. Ja, stimmt. Für Battlefield 1 kommt ja der Frühling und glaube ich der erste grosse DLC. Ja, und ich hatte eigentlich schon gehofft, dass das im Januar oder so und kommt. Und das Spiel ist ja irgendwie im Oktober oder so rausgekommen. Ja. Also ist schon eine recht grosse Lücke. Hast du noch etwas gerade? Eigentlich noch? Nicht mehr. Also das NHL habe ich nicht auf die Liste genommen. Das kaufe ich eh jedes Jahr. Also so die üblichen? So, ja, die üblichen Verdächtigen. Die Ausgabe 18, 19, 20 und so habe ich gedacht, die tue ich nicht auf die Liste. Ich habe noch 3 Sachen, und zwar ist das explizit Microsoft. Ich weiß aber keine Ahnung, wann das kommt. Und zwar ist das Crackdown 3. Weil einfach Crackdown war ein cooles Game gewesen. Da kommt endlich ein 3, das ist halt so ein exklusives Open World. Ich mache alles kaputt. Damals haben sie noch gross geworben. Das ist ein Spiel, das dann auch Cloud wird nutzen. Für die Berechnungen und so weiter. Bin gespannt, wie das so geht. Dann natürlich State of Decay 2. State of Decay, das ist ein Open-World-Zombie-Rolle-Action-Spiel. Ist schon sehr cool gewesen. Ein bisschen viele Bugs am Anfang, als es rauskam. Es war also ein kleines Studio gewesen, aber die sind selber überrascht vom riesen Erfolg. Und es ist schon ziemlich geil gemacht. Also erinnert schon am ehesten an so die Zombie Walk the Walking Dead Fernsehserie. Man hat eben Open-World rumlaufen und muss sich auch ein paar Hütte, du brauchst keine Hütte, du findest eine, musst sie zumachen, musst mit Leuten triffst Leute, kommst von ihnen Sachen über, musst Zeug kraften und so, ist cool. Und natürlich Ende Jahr, wenn es nicht verschoben wird, bin ich immer Fan, ist natürlich Project Scorpio, also die neue Konsole von. Ja. Die freue ich mich natürlich auch. Bin gespannt, was die kommt. Ist ein bisschen, bin mittlerweile zwiespältig, also klar, würde ich jetzt auch sagen, wäre eigentlich cool, wenn Sony auch noch eine Konsole bringen, oder? Dass man, so, soll ich sagen, weißt du, die Spielauswahl, nicht, dass ich immer das Gefühl hast, du bist auf der falschen Konsole. Das immer, ja, ist eigentlich immer cool, oder? Wenn Spiele rauskommen, sind alle gleich, dann musst du nicht groß überlegen, dann spielst du einfach dort, wo die Kollegen spielen. So etwas kann immer ein bisschen das Ganze wieder verzetteln, aber schlussendlich muss ich auch sagen, gut, es wäre jetzt auch ein bisschen doof, wenn du jetzt einfach jedes Jahr 3 Konsolen musst kaufen. Das, von dem her ist es vielleicht gut, dass Sony jetzt ihre 4K letztes Jahr rausgebracht hat. Scorpio wird sicher massiv stärker sein, was die Rechenpower ist, und dann mal schauen, ob Sony dann ein Jahr oder 2 wird warten. Ich denke, es hängt auch immer von der Verkaufszahl.
Ja, ich denke so. Die werden an Trauma arbeiten, werden sie ja. Wenn sie rauskommt, würde ich sicher mal wieder überlegen, bei wieder Microsoft-Konsole zu kaufen. Ja. Aber ja, weil bei mir ja, privat ist halt noch grossen Umbau. Also ich sollte, wenn ich dann so eine Konsole kaufe, dann brauche ich ja 4K-Bildschirme und alles drum und dran. Und dann kommt relativ schnell ein grosser Batzen Geld zusammen. Ja, das ist eben das Problem. Gell? Handkerum, die Preise gehen ja immer weiter runter. Also das ist natürlich jeden Monat, wo man warten kann, ist eigentlich mittlerweile ein Gewinn für das Portemonnaie. Ja, das stimmt. Dafür siehst du im Horizont schon nächste Woche. Das stimmt. Und das ist halt so, also bei uns ist es natürlich jetzt auch ein bisschen wegen Podcast und Fernsehsendung und so weiter alles, haben wir immer ein bisschen alles natürlich. Aber generell, ja, bin ich halt schon immer Fan vom ganzen Zeug und ich habe es dann schon gerne eigentlich am Anfang, weil ich dann gleich, es gibt schon Ausnahmen, wo ich sage, nein, da warte ich jetzt definitiv, aber in der Regel möchte ich dann schon auch den Zeitgeist mitnehmen. Oder das, man freut sich, es kommt etwas, man hat das Neue. Klar ist man dann meistens so ein bisschen überschwänglich, das Ganze, vielleicht ist es gar nicht so gut gewesen, im Rückblick. Aber trotzdem, es ist nicht immer das Gleiche. Es ist, wenn ich heute manchmal Leute auf YouTube schaue und so, oder auch sage jetzt, tue ich ein bisschen besser kennen und auch Spiele dann anschaue, aber halt, es ist schon 3 Jahre alt, oder? Und dann sagen sie, hey, ich habe nicht verstanden, warum das da muss. Dann muss ich einfach sagen, hey, du hast einfach, das ist nicht das Gleiche. Das ist, wenn ich heute einen Schwarz-Weiß-Film anschaue, ist halt auch nicht mehr, vielleicht fängt er nicht mehr so, wie wenn ich ihn damals das erste Mal gesehen habe, wo er neu ist. Darum bin ich aber gleich gerne dabei, dass ich einfach sagen kann. Also, als ich PS4 am Launch da konnte abholen und die Leute meinem Laden leidisch angeschaut haben, hat das schon Spass gemacht. Genau. Und dort, wo man PlayStation 3 fast, also ich bin jetzt am Launch da geholt, du ja aber auch nicht wirklich viel, viel später, dort hat vor allem der Verkäufer von Mutter gelächelt. Ja. So scheiß teuer gewesen. Yeah. Also, das weiß ich noch, das ist, was hat das gesagt, 1000 Stutz mit Games zusammen. Also, ist das so? Ja. Also, weißt du, mit Game, glaube ich, Controller, Konsole hat schon nicht 1000 Franken gekostet, aber einfach so, bist du fast mit 1000 Franken. Hast du fast müssen herlegen, ja. Ja, weil ich glaube, noch 2 Games und irgendwie zweiter Controller oder so gekauft habe. Ja, das ist, ich hoffe, dass natürlich bei Project Scorpio nicht so wird sein. Die sollte ja ein bisschen teurer sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass die vielleicht 500 Stutz kostet. Ja, weil, meine, wer einen PC kauft und eine gute Grafikkarte drin hat, also, der weiß, dass er das nicht für 50 Stutz bekommt. Oder? Ja. Das ist halt so. Jetzt haben wir eigentlich noch relativ viel von Nintendo Switch immer wieder erwähnt. Die Preise für Europa kennt man, glaube ich, noch nicht, oder? Ja, ist aber überall so um die 350 rum, habe ich gesehen. Also es schwankt ein bisschen. Ich habe mir sie jetzt vorbestellt. Und dort ist es, glaube ich, ja, jetzt auch mit einem Spiel zusammen. Also ich habe mir das Zelda-Bundle genommen. Das ist, glaube ich, so 370 irgendwo dort rum. Okay. Jetzt muss ich noch schauen. Jetzt kann ich leider noch nichts dazu sagen, aber der Raffi wird es, wenn der Podcast rauskommt, hat er schon gespielt. Ich kann leider aus zeitlichen Gründen nicht spielen, weil es ist nicht in der Schweiz. Man muss doch ein bisschen reisen und ich habe keine Zeit, also so lange weg zu sein. Aber der wird er sicher Feedback geben. Ich weiß nicht, ob das gerade einen Podcast gibt. Das denke ich jetzt eher nicht. Er ist ja nicht so oft im Podcast. Aber vielleicht kann ich dann nächstes Mal gleich noch etwas darüber erzählen. Und vielleicht sage ich noch, nein, er hat nur Scheiße erzählt. nur Schlechtes erzählt, meine ich. Das heisst, ich habe es abgestellt. Aber das glaube ich nicht. Weil, ja, ich weiß irgendwie, wie soll ich sagen, ich kann mir schon irgendwie ein bisschen vorstellen, wie das wird sein. Weil es ist ja nicht so, dass es noch nie ein Touch-Device gegeben hat. Es ist noch nie so. Es ist einfach vielleicht, wie ist der Controller, wie viel liegt in der Hand, wie ist das mit dem Rumble, was ich da erzählt haben. Das sind so ein bisschen Sachen, aber schlussendlich ist es sicher nicht so, es kommt etwas raus, wo man jetzt, es ist nicht wie Motion Control das erste Mal, wo man sich schwerer können vorstellen. Ja. Aber gespannt bin ich gleich. Cool. Du hast noch etwas, oder? Doch. Meine Liste ist leer, also abgearbeitet. Ja, abgearbeitet, ja. Also es sind ja eine Haufen Titel und es sind, muss man auch sagen, es gibt ja sicher noch Zeug, die nicht angekündigt worden ist. Dann sind wir auf die ganzen Download-Spiele sind wir gar nicht eingegangen. Da gibt es ja sicher auch noch das ein oder andere Highlight. Aber ich glaube, das Jahr 2017 sieht so wie die letzten paar Jahre sehr gut aus. Und wenn man bedenkt, dass meist, also wenn wir reklamieren und motzen über das Game, ist es mittlerweile auf einem unglaublich hohen Niveau. Das wären früher, wären unsere schlechten Games vermutlich immer noch in den Top 10 drin gewesen. Ja. Die Qualität ist einfach so massiv gestiegen in dem Game, dass das ein gutes Jahr, glaube ich, wird. Ich denke schon. Also eben, es hat so ein Shenmue, das ist sicher etwas, ich hoffe, das wird kommen, da bin ich wirklich gespannt drauf. Das hat so ein paar Perlen in das Jahr. Ja, wenn die Zeit überbrücken willst, glaube ich, hat doch geheißen, es kommen die beiden Yakuza-Spiele kommen auf Europa. Ja, kommt, glaube ich, ein 5 kommt, glaube ich, auch noch raus. Genau, und dann irgendwie noch also eben, ein 5 und, glaube ich, noch eins, wo sie auch noch mal... Das kommt, glaube ich, schon im Frühling. Mhm. Das war, ist ja, also das ist natürlich schon nicht genau das Gleiche, aber das ist natürlich auch so ein bisschen Spezielles. Aber ich habe sie mal angefangen zu spielen. Damals auf der PS3 noch, aber es ist einfach, ja, es ist ein Zeitgrab und mir sind sie dann doch ein bisschen, ich sage jetzt, ein bisschen böse gesagt, zu altbacken. Ja, ich habe mal, ich glaube, es war das 3 oder das 4, da habe ich mal ein bisschen gespielt. Ja, du, wer weiss, gell, vielleicht. Vielleicht der nächste Podcast 22 oder um Yakuza. Ja.
Nein, das würde das heissen, es kommt irgendwie erst den nächsten Sommer. Das werden wir ja nicht hoffen. Also wir werden jetzt sicher, also wenn wir jetzt ein bisschen regelmässiger wieder kommen, denke ich, dass wir vermutlich auch noch ein bisschen alte Spiele abhandeln, also alt im Sinne von 2016. Weil 2017 hat ja noch nicht so viel Zeug gegeben und ich jetzt mit dem Podcast 2017 habe ich etwas mit 2017 anfangen, aber ich denke, wir werden gleich noch das ein oder andere ältere Spiele besprechen, sonst haben wir irgendwie wieder zu lange Pause. Aber was werden wir denn nächstes Mal erleben? Und ich glaube, ja, wenn du nicht mehr hast, würde ich sagen, danke den Leuten fürs Zuhören und wünsche eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss zusammen. Ciao zusammen.